Hallo und herzlich willkommen zu Philipps Vergeltung. einer neuen Nuzlocke mit einem neuen Spiel, dem eigentlich viel besseren Spiel. Deswegen ist das gar nicht so schlimm, dass ich so täglich versagt habe beim letzten Mal. Hier ist Jan und ich schüttle nur den Kopf. Ja, hey, wirklich, ich muss ja nochmal wenigstens zu meiner Verteidigung sagen. Es ist ja schon ein bisschen länger her, dass wir das letzte Pokémon-Spiel gespielt haben. Und Gary war halt echt überlevelt für mich. Ich hätte wirklich treu bleiben sollen und wirklich alle meine Pokémon auf Level 10 bringen müssen. Ja, du hast, du wolltest zu viel oder wolltest auch zu viel Spannung bieten. Ja. Und wir versprechen euch, das wird diesmal nicht passieren. Es wird nicht spannend sein. Es wird eine richtig langweilige Nummer. Ja, und wir spielen also jetzt Pokémon Silber. Mhm. Um das vielleicht nochmal zu erwähnen. Oh ja, es gibt einen Tag nach Pokémon. Es ist 20.50 Uhr. Ja. Und auf meinem Modul, bei dem offensichtlich schon der alte Spielstand, den ich hatte, weg ist. Was mich sehr verwundert hat. Weil ich meines Wissens nach ihn niemals gelöscht habe. Ja, komisch. Vielleicht ist wirklich der Batteriespeicher weg, aber... Was dann natürlich auch für uns doof wäre. Wir riskieren es einfach mal. Mal schauen, was passiert. Wow, 50 Minuten? Professor Eich ist einfach so dumm. Oh, das weckt echt alte Erinnerungen. Ja. Auch die Schriftart und... Ach, das ist einfach wunderbar. Das Geile ist ja wirklich, dass hier bei Pokémon Rot war das ja jetzt eher so, dass da nur so ein paar Sachen farbig waren auf dem Super Game Boy. Hier ist das Spiel ja wirklich, obwohl das gar kein Game Boy Color Spiel war, sehr viel eingefärbt, ne? Ja. Wobei war es wirklich kein... Das ist noch ein normales Game Boy Spiel gewesen. Okay. Bin ich mir ziemlich sicher. Also werde ich es wahrscheinlich wieder monochrom gestalten, wenn wir das Ganze dann ausstrahlen. Ich weiß es noch nicht. Ich habe. Ja, ich würde das gerne in Farbe lassen. Okay, unsere anderen Spiele habe ich immer entfernt. Ja, aber das ist ja in Farbe jetzt, ne? Okay. Denke ich mal, können wir das doch so machen. Wie nennen wir uns denn? Silber, Thomas, Oscar oder Hans. Das sind wunderbare Beispiele. Hast du eine Idee für den Namen? Henrietta passt jetzt nicht. Wann Sex? Mike. Sehr schön, dass Philipp auch auf richtige Rechtschreibung achtet. Natürlich. Wir heißen Merp. Merp, okay. Mit einem Punkt. Das überzeugt mich. Merp, Punkt. Bist du bereit? Oh Gott, es ist so geil. Zur Klärung der Regel nochmal. Wir machen natürlich eine neue Nuzlocke. Ich weiß nicht, habe ich das vorhin schon gesagt? Ja. Nein. Wir müssen noch auswürfeln, oder? Genau, stimmt, das müssen wir auch noch machen. Für alle, die die letzte Nuzlocke halt nicht gesehen haben, ist das aber hell. Ich glaube, der Fernseher ist noch ein bisschen hell eingestellt. Auf jeden Fall, wer es nicht weiß, eine Nuzlocke-Challenge ist halt Pokémon im Hardcore-Modus sozusagen. Was bedeutet, wenn Pokémon ohnmächtig werden hier, sind die halt, gelten die als tot und ich muss sie freilassen. Ja. Es gibt noch ein paar mehrere Regeln, vielleicht kriegen wir das ja auch hin, dass Jan da eine schöne Grafik einfach jetzt auf dem Bildschirm packt. Ich hab schon keinen Bock. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall geht es eben darum, in jedem neuen Areal, in das ich komme, darf ich nur ein neues Pokémon fangen. Und zwar auch immer nur das allererste, was ich finde. Wenn ich aber auf ein Pokémon treffe, das ich schon gefangen habe, darf ich dann weitersuchen, bis ich eins finde, was ich noch nicht hatte. Ganz genau. Ansonsten spielen wir das halt ganz normal. Ah ja, und man muss jedem Pokémon auch einen eigenen Namen geben. Das ist auch eine Regel davon. Aber... Da haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, das ist ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Nee, für mich ja eben nicht. Bei mir, ich habe meinen Pokémon nie Namen gegeben. Ich kann dich nicht verstehen.
Taubi, Bisa, Gloomy, ja, Shigo. Das sind doch auch total dumme Namen. Ja, dumme, aber sie haben was Persönliches. Ja, man entwickelt ja auch einen Bezug zu Pokémon. Also ich hatte auch immer Probleme, wenn ich mein Team hatte und mit dem mehrere Stunden gespielt habe und dann irgendwann klar wurde, okay, Taubsi, das war's jetzt. Ihn dann wirklich aus dem Team zu nehmen. Das fand ich schlimm. Ich hatte trotzdem eine sehr schöne, was haben wir, Sommerzeit? Haben wir Sommerzeit? Ja, ne? Nee, oder? Ich glaube, es ist noch nicht umgestellt. Es ist meteorologischer oder kalendarischer Herbstanfang gewesen, aber ja. Ich glaube, wir sind noch nicht auf... Komm, ja, dann mach mal, wir haben Sommerzeit. Ist ja auch eigentlich scheißegal. Ob die das nur eingebaut haben in Ländern, in denen es auch eine Zeitverschiebung gibt? Wahrscheinlich, oder? Ist ja schon nochmal ein Aufwand, dass das Modul von sich aus dann ja umswitchen muss. Hm, das stimmt. Und wobei, wie macht das Modul das? Es hat ja kein Datum bekommen. Datum? Nee, ich glaube, das kannst du selber dann wieder umschalten. Ah, okay. Yo, Merp. Ja, Professor Lind, da waren die deutschen Übersetzer sehr kreativ. Mhm. Im Englischen heißt Professor Eich ja auch wirklich Professor Oak. Oak, ja. Dein Pokécom ist beeindruckend. Hast du den von deiner Mama bekommen? Ja, na und? Und da ist er, unser Rivale. Der Perverse, der durchs Fenster glotzt. Mhm. Das ist also das berühmte Lind-Pokémon-Labor. Starrst du so? Puh, Arschloch. Ich freue mich übrigens schon sehr, wenn wir in Folge 187 dann endlich gegen Blau kämpfen. Mhm. Oder Rot, wie heißt der? Blau, ne? Ich glaube hier bei Silber ist das wahrscheinlich... Ne, Rot ist Ash, ja. Ah, okay. Blau ist Gary. Namens Mr. Pokémon. Ständig findet er eigenartiges Zeugs und fängt an darüber zu fantasieren. Stimmt, das ist das allererste Mal, dass es ja Pokémon-Eier gab. Ja. Und auch in dem Spiel schon E-Mail drin. Ich meine, das beim ersten Pokémon, weiß ich nicht, was die da hatten. Weiß ich nicht. Kannst du dieses Fax rüberbringen? Ja, da hatte man Briefe wahrscheinlich. Ein Paket hat man mir dann abgeholt. Ach ja, oh, wir müssen würfeln. Ich schreite zur Tat. Eigentlich bin ich ja immer normalerweise in allen anderen Pokémon-Spielen immer ein Feuertyp gewesen. Aber hier habe ich immer am liebsten Kanimani genommen. Endivier gibt's da, ne? Endivier, Kanimani und Feurigel. Ja, ich habe natürlich Endivier genommen. Wieder die Pflanze. Ja, dann machen wir 1, 2, 3. Hast du jetzt einfach einen random für 3? Okay, ja, okay. 1. 1, okay. Das wird, glaube ich, Endivier sein. Ich habe die 1 gewürfelt. Nein, über Feurigel, okay. Random.org. Feurigel, ja, schön. Also ich hatte ja, wie gesagt, Endivier immer, weil ich ja auch Bisasam immer hatte. Und damit bin ich auch gut gefahren, meiner Meinung nach. Ich bin mit Feuer sehr zufrieden. Ich würde sagen, Feurigel ist auch ein... Natürlich. ...geiler Name. Ich würde den Feuri nennen. Ja, aber... Oder Gel. Gel? Gel. Los, Gel. Ich weine ja wirklich immer noch ein bisschen Sami Deluxe hinterher. Ich fand den Namen echt super. Nenn ihn doch Fiegel. Fiegel. Fiegel Castro. Oh ja, das finde ich auch gut. Es geht so schnell hier immer. Ja, allein deswegen hat sich der DS schon gelohnt. Castro. Oh ja, das kriege ich hin. Ja, was kannst du uns denn vielleicht zu Fiegel... Oh, Mist. Zu Fiegel Castro? Fiegel Cast. Fiegel, zu Feigel Cast. Was kannst du uns zu ihm denn sagen?
Weißt du mehr über ihn? Er ist ein männlich auf jeden Fall, wie man sieht. Alle vermuten, er ist schwul. Okay. Wogegen ich natürlich nichts habe. Jedes Pokémon nach seinem Pläsier. Memo an mich, hier schneiden. Auf nach Rosalia City. Und er liebt Calippo an einem heißen Sommertag. Okay. Ja, mehr muss man eigentlich nicht wissen zu Fiegelcasto. Nee, Fiegelcast. Fiegelcast. Übrigens fand ich richtig geil bei dem Spiel, dass man hier sein eigenes Heilungsding hatte. Dass man selber dann hier die Pokémon heilen konnte. Das fand ich total geil als Kind. Du hast die Nuzlocke-Challenge verloren? Nein. Murp, ich will, dass du das mitnimmst. Murp erhält Trank. Danke. Mann, den ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Der Assistent von Professor Lind. Vielleicht ist das Dr. Tan. Wahrscheinlich. Ich dachte, vielleicht sagt er was anderes. Nee, das ist immer noch ein richtiger Bully-Typ. Den mag ich nicht. So, jetzt hat das Spiel kurz gezuckt, um zu laden. Denn jetzt wird Philipp seinen ersten Kampf tun. Aber vor allem auch sein erstes Pokémon erfangen. Nee, ich habe noch keine Pokébälle. Das wird Philipp demnächst tun. genau, ganz wichtig ist, das wäre jetzt hier natürlich eins der Gebiete. Wir müssen dann gleich wieder darüber reden, was bei uns ein Gebiet ist. Immer wenn eine neue Route, ein neuer Routenname ist. Okay. Das hier wird ja jetzt Route 1 sein oder sowas. Oh Gott, diese geilen Animationen und die Mucke. Ja, das wird aber auch wahrscheinlich ein Hut sein, was wir bekommen werden. Weil die kommen ja nachts raus. Mhm. Und ich glaube, das Einzige, was hier dann in dem Gebiet nachts, glaube ich, noch ist, wäre Rattfratz. Das könnte vielleicht auch noch sein. Aber ich glaube, Hut ist da dann öfter. Hut ist das Taubsi für Arme? Oder ist das eine zu wilde These? Ja, also ich fand Hut immer langweilig. Obwohl ja irgendwie, wenn der... Wie heißt nochmal die Weiterentwicklung? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall diese große Eule kann dann ja, glaube ich, auch Psycho-Attacken oder so. Aber das fand ich irgendwie trotzdem immer langweilig. Noch ein Trank. Sehr gut. Stimmt, genau. Wie haben wir das letztes Mal gemacht? Während des Kampfes darf ich nämlich auch nicht Tränke benutzen und so, ne? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Deswegen habe ich auch schon so war. Doch, ich glaube, deswegen habe ich auch so richtig derbe verkackt, weil ich nicht heilen konnte. Dann hoffen wir jetzt alle gemeinsam, dass Hut jetzt keinen kritischen Angriff schafft, ne? Erste Episode. Oh, ich habe eine Beere gehabt. Stimmt, das hatte ich auch ganz vergessen, dass das ja auch das erste Spiel war, in dem Pokémon sich quasi selber etwas Gutes tun konnten. Mhm. Auf ganz unsexuelle Weise. Ja. Auch ein geiler, ich habe den Effekt immer gemocht, dass der ganze Bildschirm so wackelt. Mhm. An diesen Spielen wurde so viel richtig gemacht, das ist Wahnsinn. Und da bist du auch schon Level 6. Ja, und mit diesem super Erfolg verlassen wir euch in die nächste Folge. Rauchwolke. Ja, danke fürs Zugucken soweit. Und in der nächsten Folge sehen wir dann mehr von Pokémon Silber und Philipps Vergeltungsversuch, um seinen Ruf, seinen Namen und weitere... Und meine Schmach. Genau, die Schmach, um das alles wieder reinzuwaschen und aufzuwerten, nachdem wir ja nach 5, 6, 7 Folgen, ich weiß gar nicht mehr, wie viele es waren. Es waren auf jeden Fall noch im einstelligen Bereich, ja. Ja. Schon Ade sagen mussten. Ja. Hoffentlich geschieht das diesmal nicht. Bis zum nächsten Mal.